Hey yo, was geht ab? Hier ist der Pepe vom Kanal MapeHD und willkommen zu einem neuen Gameplay-Commentary-Video auf unserem Kanal. Heute mal was anderes auf Lockdown. Nee, Spaß. Sniper diesmal von mir erspielt. Und ich weiß gar nicht, wie es am Ende ausgeht. Es waren ganz gute Schüsse dabei, deswegen habe ich gedacht, nehmen wir das mal, ne? Und ja, Perks sind, keine Ahnung, da vorgegeben. Man wird aber auch gerade keine Ahnung welche. Unterwegs bin ich eigentlich meistens mit der MSR, glaube ich. Throwing Knife, Portable Radar. Standardmäßig dabei irgendwie. Abschussklassen sind die Drohne. Dann die Westen und die Advanced UAV. Ja. Und ich würde heute mal wieder über ein paar News reden, neue Sachen, die so passiert sind. Oh, da zum Beispiel, das fand ich sehr geil. Was ist so Neues passiert in der Welt? Und zwar, als erstes möchte ich mal über den neuen Trailer zu Fallout New Vegas, die Ultimate Edition, die jetzt für die PS3, die Xbox und den PC rauskommen wird, reden. Und zwar kommt die am 10. Februar raus und hat sämtliche Add-ons dabei. Unter anderem irgendwie Dead Money, Honest Hearts, Old World Blues, Lonesome Road, Curious Stash, Gunrunners Arsenal und es soll halt neue Areale geben. Und außerdem soll das Spiel 100% ungeschnitten in Deutschland rauskommen. Was ich unglaublich finde, wenn das wirklich so passiert, wäre ganz cool. Ich habe Fallout New Vegas, glaube ich, einmal kurz angezockt. Ansonsten mir mal ein paar Videos drüber angeguckt und so. Und ja, also Fallout ist insgesamt nicht so ganz meins, weil es ist ein bisschen zu viel rumgelaufen und so. Aber es ist eigentlich ein ganz cooles Spiel, wenn man mal der Story folgt und sich da ein bisschen schlau macht. Ja. So, dann gehen wir mal direkt weiter zum nächsten Thema. Und zwar Resident Evil 6, oh yeah. Das soll noch dieses Jahr erscheinen, ich glaube November war jetzt die Rede. Aber leider für den PC etwas später. Für die anderen Konsolen dann halt, ich glaube 22. November, 24. irgend sowas. Und ja, man sieht schon so ein paar erste Bilder so von dem Titelscreen sozusagen. Achso, wenn ihr euch wundert, wieso ich da gerade stehen bleibe. Zwischendurch habe ich mal telefoniert und bewegt da glaube ich nur die Maus, ja. Keine Angst, ich campe da nicht rum, sondern ja, nur ein bisschen telefonieren. So, weiter geht's. Für die Leute, die es interessiert, zu Soul Calibur 5 gibt es anscheinend neue Bilder. Wenn man sich angucken im Internet, sonst gibt es dazu glaube ich keine Nachrichten. So, und was richtig geil ist, SSX3 gibt es drei neue Trailer. Zu SSX gibt es drei neue Trailer, nicht zu SSX3, einfach zu dem neuen SSX, sagen wir so. Gibt es drei neue Bilder. Trailer. Richtig geil. Müsst ihr euch unbedingt angucken. Das Spiel wird, glaube ich, der Hammer. Es ist, glaube ich, auch ein Must-Have für jeden Snowboard-Verrückten. Weil ich glaube, das wird einfach richtig geil, was man da schon so sieht. Super epische Tricks, riesige Strecken, auf denen man fahren kann. Und die Grafik wird auf jeden Fall der Hammer. Und ein geiles Ingame-Radio hört man ja schon in den Videos. Und der ganze Spaß kommt am 2. März raus. Für die Xbox und für die PS3, glaube ich. Oder nur für die Xbox, weiß ich gar nicht. Ich habe es nämlich früher nur auf der PlayStation gezockt. Ja. Und da fand ich das schon übertriebenst geil. Und werde mal gucken, ob ich mir nochmal für dieses Spiel vielleicht Xbox Live Gold hole oder ich weiß nicht, also weil das sieht echt geil aus und ich bin einfach total der SSX-Fan. Ja, werden wir mal gucken, ne? So, dann gibt's noch neue Screenshots zu Tony Hawk's Pro Skater in HD. Okay. Wie der Name schon sagt, sieht halt mehr HD aus. Und ja, ganz cool, also mal gespannt, wie es dann letztendlich aussieht, wenn es rauskommt. Aber ja. Dann habe ich noch gelesen, dass es ein neues Free-to-Play-Game gibt. Oder schon länger gibt. Ich weiß, ich habe jetzt erst drüber was gelesen. Und zwar heißt das Spiel Crossfire.
Und in dem Artikel, in dem ich das gelesen habe, soll es darum gehen, dass dieses Game CS 1.6 ablösen wird oder also nicht ablösen wird, sondern so Konkurrenz macht, dass CS 1.6 einpacken kann. Ja, okay. Gleiches Prinzip, Terror, also CT und T, Bombe legen, Bombe diffusen oder auch oh, geiler 360 an der Stelle. Muss ich mich mal gerade selbst loben. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber ich fand den geil. Ja. Wo war ich? Ja, genau, Crossfire. Ja, also gleiches Spielprinzip wie bei CS, Bombe diffusen, Search and Destroy System halt. Und ja, sieht auch, also auf den Bildern, die ich jetzt gesehen habe, sieht auch relativ ähnlich. Also ich finde nicht, dass es komplett gleich aussieht, sondern es sieht ihm ähnlich. Also was du da schon so siehst mit Knife und so weiter, mit dem, wie das ausschaut, ja, da denkst du gleich an CS 1.6. Aber es ist einfach nochmal was anderes. Ich meine, CS 1.6 ist an sich nochmal was anderes. Es ist einfach geil, muss ich sagen, ja. Und diese Free-to-Play-Games bin ich jetzt nicht so der Fan von. Also, es gibt ganz coole, muss ich sagen. Aber insgesamt weiß nicht. Also, diese Free-to-Play-Games bauen halt darauf auf, dass du diese Premium-Inhalte dir runterlädst. Und dadurch wird es halt finanziert, ist ja klar. Die Leute wollen ja auch was verdienen. Sonst wäre das ja ein bisschen sinnlos. Aber da ist halt auch der Nachteil, weil das bringt halt Vorteile für andere. Als Beispiel, du startest nicht wie bei 1.6 mit deinem normalen Waffenshop, sondern hast halt mein Gott, heute kann ich echt nicht reden, seinen eigenen kleinen Shop, der halt richtiges Geld kostet. Also hast du deine eigenen Waffen und die baust du langsam im Spiel auf und kannst dir halt Sachen für echtes Geld halt kaufen. Boah, bei CS ist halt Spielgeld, sag ich mal. Ja, das Spiel ist einfach damit abgeschlossen. Du kaufst es dir, kannst es online spielen, kannst du die ganzen Maps da runterladen, die es auf den jeweiligen Servern gibt. Das ist ja unabhängig davon und ja. Das ist halt der Vorteil. Und du musst nicht nochmal irgendwas dafür bezahlen. Deswegen, diese Free-to-Play-Games bauen halt darauf auf. Und es ist ganz nett vielleicht für die Leute, die sich jetzt nicht unbedingt nochmal 10 € oder so für ein älteres Spiel, sag ich mal, ausgeben wollen. Aber wenn man da wirklich viel Spaß dran hat an auch ein bisschen älterer Grafik, aber trotzdem geilen Gameplay, der sollte sich einfach direkt CS 1.6 kaufen. Und nicht sowas, was dann im Prinzip nicht fertig ist, ja. Sondern wo du nochmal nachlöhnen darfst, ja. Okay, das Spiel ist jetzt schon an der Stelle vorbei, sehe ich. Aber ich habe noch ein bisschen was zu erzählen, deswegen werde ich jetzt einfach noch ein anderes Gameplay dranhängen und laber einfach mal kurz weiter. Ja. So. Nämlich noch zu meinem letzten Thema, glaube ich, was ich mir aufgeschrieben habe. Bevor ich da was drüber sage, möchte ich erstmal sagen, dass ich selbst natürlich Sniper, deswegen das Gameplay jetzt auch, dass mir das viel Spaß macht und Stuff, aber dass es natürlich Spieltitel gibt, die nur auf Snipen aufbauen. Beispiel war dieses Ghost Recon Sniper Ghost, irgendwas, keine Ahnung. Ja, man hat halt nur Sniper, eine Snipe zur Auswahl und hat sich dann online gegen die Leute da halt. Da muss ich durchkämpfen und ja. Okay. Das Spiel habe ich auf der Xbox, glaube ich, mal als Demo angezockt. Aber ich fand es jetzt nicht so gut, weil es ist einfach. Ich habe auch noch Videos gesehen zur Vollversion und alles. Es ist mir einfach zu viel gekämpft. Es passiert einfach nicht genug. Dass mich das jetzt irgendwie fesselt, irgendwie, dass da irgendwas Geiles passiert, Quad Kills oder was weiß ich. Ist jetzt meine Meinung. Weiß er nicht. Ja, auf jeden Fall kommt da jetzt bald neuer Spieletitel zu diesem Sniper-Genre dazu, der sich ja sehr kreativ Snipers nennt. Und zwar wird das Spiel
lediglich sechs Sniper zur Auswahl haben, also sechs Scharfschützengewehre, die irgendwie futuristisch angehaucht sein werden. Dann noch zwei Handfeuerwaffen, wow, also das ist natürlich sehr viel. Und 20 Arten von Ausrüstung, okay. Also, was ich jetzt in dem Video gesehen habe, war Claymore und ah, ich glaube C4 war auch dabei, weiß gar nicht. Auf jeden Fall sowas halt. Und es wird in 5 Modi auf 10 Maps gespielt. Und das Ganze wird dann wahrscheinlich wieder, ich weiß nicht, 50 € oder über 50 € kosten. Was ich mir vorstellen kann, also es wird für Xbox rauskommen, für die PS3 rauskommen, für den PC glaube ich auch. Aber für die PS3 wird es da anscheinend nochmal ein extra Bundle geben. Irgendwie klatschen die da noch was rein. Ja, okay. Aber also das Ganze wird dann noch am 24. Februar im Handel dann erhältlich sein. Für mich ist es jetzt nicht so, spricht mich nicht direkt an. Ich werde es vielleicht mal mir in der Videothek ausleihen, werde es mal ein bisschen anspielen, aber wenn überhaupt, wahrscheinlich läuft es dann darauf hinaus, dass ich mir nur ein paar Videos mal rüber angucke und schon sehe, dass mich das nicht so fesselt. Weil einfach das Problem ist, wenn jeder eine Sniper hat, wird öfters viel gecampt. Also hier in dem Gameplay, was ihr jetzt gesehen habt, war es da nicht der Fall. Weil die Leute halt, ja, ich weiß, bei COD ist es eigentlich immer standardmäßig, dass man da also Snipe-Lobbys macht und ein bisschen Spaß hat. Und die Leute campen da nicht so viel. Ja, und da ist es schon ganz cool. Aber bei Spielen, die nur darauf ausgelegt sind, auf Sniper und sowas, da ist es immer das Problem, dass die Maps zu groß sind. Das macht dann auch wenig Spaß. Ja. Okay, also das war's für heute, würde ich sagen. Ich werde wahrscheinlich jetzt kein Video mehr dran machen, weil das war jetzt nicht allzu lang. Ich glaube, so ein kurzes Gameplay gibt es nicht. Und ja, würde mal sagen, haut rein. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschaußen!